globale und lokale Variablen. Mit den Begriffen haben wir uns im Hamstermodell ja schon auseinandergesetzt. Und wir übertragen das jetzt nochmal auf die Java-Welt, wobei ich schon hier anmerken werde, im Bereich der objektorientierten Programmierung wird das alles nochmal revidiert. Das bezieht sich also jetzt nur auf unsere Arbeitsweise mit Java, die ja quasi die imperative Programmierung simuliert. Hier wird eine globale Variable definiert, da muss ich ja das Schlüsselwort static davor schreiben, und deren Gültigkeitsbereich umfasst auch die Rümpfe aller Prozeduren und Funktionen. Das heißt, i kann ich hier nutzen und i kann ich hier nutzen. Hier wird eine lokale Variable j und eine lokale Variable i eingeführt. Und wenn ich hier mit i plus j auf die Variablen zugreife, greife ich zu auf dieses j und dieses lokale i. Im Gültigkeitsbereich einer globalen Variable, das haben wir schon mal gesehen, können lokale Variablen, in dem Falle halt ein Parameter, lokale Variablen desselben Namens definiert werden. Dann überladen quasi die lokalen Variablen die globalen in ihrem Gültigkeitsbereich. Hier wird jetzt Folgendes gemacht. Hier wird i zunächst initialisiert. Globale Variablen, dazu ist auch zu sagen, müssen nicht initialisiert werden explizit. Sie werden aber automatisch mit dem Default-Wert des entsprechenden Typs initialisiert. Im Allgemeinen ist das 0. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es in Java gar nicht sowas wie globale Variablen. Hierhinter verbergen sich sogenannte Klassenattribute, genauso wie sich hinter Prozeduren ja auch Klassenmethoden oder Klassenfunktionen verbergen. Klassenmethoden werden wir sie hinterher nennen.